Nach wochenlangem Tauziehen hat nun die Kapitänin des Rettungsschiffs Sea-Watch 3 Fakten geschaffen. Trotz Verbot hat die 31-Jährige in der Nacht ihr Schiff mit zahlreichen Flüchtlingen an Bord in den Hafen von Lampedusa gesteuert. Kaum angekommen, wurde sie von Polizisten abgeführt. Zuvor hatte Italiens Innenminister Salvini die Kapitänin scharf attackiert. Er warf ihr wörtlich vor, seinem Land auf die Eier zu gehen. Fanny Juschten berichtet. Mit Applaus wird die deutsche Kapitänin in der Nacht auf der Insel empfangen. Doch kaum hat ihre Sea-Watch 3 am Hafen von Lampedusa angelegt, wird sie von der italienischen Polizei festgenommen. Erhobenen Hauptes lässt sich Carola Rackete abführen. Ihre Entschlossenheit anzulegen hatte sie kurz zuvor in einem Video bekannt gegeben. Nach wie vor warten wir auf eine Lösung, die sich leider nicht abzeichnet. Deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, selbstständig im Hafen anzulegen, der jetzt gerade nachts frei ist. Neben Applaus machen Einheimische auch ihrem Ärger Luft. Viele haben längst kein Verständnis mehr für die ankommenden Flüchtlinge. Diese Leute denken, sie können tun, was sie wollen. Warum darf dieses Boot anlegen? Wer sind diese Menschen, die auf meine Insel wollen? Es sind 53 Menschen, die am 12. Juni von einem Schlauchboot vor der Küste Libyens gerettet wurden. 13 von ihnen, darunter Frauen, Kranke und Kinder, waren in den vergangenen Tagen an Land gebracht worden. Dem Rest hat die italienische Regierung das von Bord gehen verboten und gegen die deutsche Kapitänin Ermittlungen eingeleitet. Ihr wird Beihilfe zu illegaler Einwanderung und Verletzung des Seerechts vorgeworfen. Wir sind stolz auf unsere Kapitänin, schreibt hingegen Sea-Watch-Vorstand Johannes Bayer per Twitter. Sie hat genau richtig gehandelt, sie hat auf dem Seerecht beharrt und die Menschen in Sicherheit gebracht. Am frühen Morgen konnten die Flüchtlinge dann von Bord. 5 Länder, darunter Deutschland, haben sich erklärt, die Menschen aufnehmen zu wollen. Das Problem ist, wir sehen das, was wir immer sehen. Es gibt immer einen dramatischen Einzelfall. Nach längeren Verhandlungen, nach längerem Drohen, nachdem der Druck gestiegen ist, findet man eine Lösung. Man hat aber keine gut funktionierende Dauerlösung und daran müsste man noch arbeiten. Der Druck der Kapitänin hat sich dieses Mal gelohnt. Carola Rackete wusste, dass sie ihre Freiheit verliert, um anderen diese zu schenken. Telefonisch verbunden bin ich jetzt mit Eckhard Rackete, dem Vater von Carola Rackete. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Schönen guten Morgen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Herr Rackete, wann hatten Sie denn zuletzt Kontakt mit Ihrer Tochter? Wissen Sie überhaupt, wie es ihr momentan geht? Nein, exakte Informationen habe ich nicht. Ich habe das letzte Mal am Samstag mit ihr telefoniert, respektive sie hat mich angerufen. Unmittelbar nach ihrer Festnahme hatte sie Gelegenheit, offensichtlich aus einem Vernehmungszimmer oder aus einer entsprechenden Einrichtung, über ein dienstliches Telefon mit mir zu sprechen. Wir haben uns auch nur relativ kurz ausgetauscht. Ich denke, das ganze Gespräch hat vielleicht 5 Minuten gedauert. Hat sie da irgendwelche Ängste auch geäußert? Nein, hat sie nicht. Ich sage mal in Kurzfassung, macht euch keine Sorgen, mir geht's gut. Es wird alles seinen geordneten Gang gehen und es wird schon alles gut gehen. Wie bewerten Sie denn nun diese Aktion Ihrer Tochter, die nun auch so viel mediale Aufmerksamkeit erfahren hat? Ja, sie hat aus meiner Sicht das getan, was richtig und notwendig und erforderlich war. Sie hat die Lage an Bord, die Lage der Flüchtlinge, die Möglichkeiten des Schiffs etc. etc. sicher entsprechend gegeneinander abgewogen und hat das getan, was einfach richtig war. Unabhängig davon, wie da vielleicht die Gesetzeslage ist. Ich will sicher nicht sagen, dass sie jetzt nun mit Vorsatz oder mit bedingtem Vorsatz die Absicht hatte, sich mit der italienischen Guardia di Finanza anzulegen oder irgendwelche kriminellen Akte zu begehen. Um Gottes Willen, solche Intentionen sind ihr natürlich fern.
Es war natürlich eine sehr mutige Aktion, definitiv. Was glauben Sie denn, treibt Ihre Tochter an? Was ist sie denn für ein Mensch? War sie schon immer eine Frau der Tat, die nicht zugucken will, sondern was machen? Das kann ich gar nicht mal so sagen. Oder ich könnte es zumindest an keinem Ereignis festmachen und sagen, nachdem dieses oder jenes passiert ist, hat sie jetzt gesagt, da will ich oder da muss ich in irgendeiner Form tätig werden. Das ist also so relativ langsam hat sich das entwickelt. Sie war natürlich immer schon politisch interessiert, wobei ich das Spektrum gar nicht so unbedingt festmachen könnte. Also zu sagen, sie tendiert jetzt, was weiß ich, zu den Linken oder den Grünen oder gar zur AfD, kann ich bestimmt nicht sagen. Ich weiß auch nicht, wen oder was sie beispielsweise bei der letzten Europawahl gewählt hat. Ist ja auch eine geheime Wahl. Ja, natürlich. Gut, aber ich weiß zum Beispiel eine weitere Tochter, ich weiß, was die gewählt hat, weil sie es mir gesagt hat. Aber Carola hätte ich auch gar nicht gefragt, weil ich auch wahrscheinlich keine Antwort bekommen hätte. Die hätte wahrscheinlich gesagt, das geht dich relativ wenig an. Was ja auch völlig stimmt. Es gibt natürlich auch viel Kritik am Handeln Ihrer Tochter, vor allem eben auch von Rechtskonservativen. Trifft sie das? Trifft es Sie, dass manche eben diese heftige Kritik an ihr und auch an ihrem Handeln äußern? Nein, das trifft mich nicht. Das ist etwas, was auch durchaus zu erwarten war. Dinge in der Art, die finden nie ungeteilte Zustimmung. Da kann man immer unterschiedlicher Meinung und Auffassung sein, abgesehen davon, solange wie die freien Meinungsäußerungen, ich sag mal, im Rahmen der guten Sitten bleiben, halte ich das auch durchaus für legitim. Haben Sie denn auch Verständnis für die Argumente, die da vorgebracht werden? Im gewissen Rahmen schon. Wir haben eine ganze Menge Bekannte, die also das, was sie gemacht haben, unheimlich gut finden und richtig und so weiter. Aber nicht unbedingt gleichzeitig mit der Flüchtlingspolitik der EU und dem ganzen, sagen wir mal, Immigrations- und Migrationsprozess einverstanden sind. Das ist nun mal in einer pluralistischen Gesellschaft, wo jeder im Rahmen der Gesetze seine Meinung äußern kann, ganz normal. Sie erfährt natürlich auch sehr viel Solidarität. Unter anderem ist ja schon eine Unmenge an Spenden zusammengekommen, auch von Prominenten, Jan Böhmermann zum Beispiel, Klaas Häufer-Umlauf. Hätten Sie damit gerechnet? Nein, da hätte ich absolut nicht mit gerechnet. Das hat mich selber auch überrascht. Ich war heute Morgen, also gerade vielleicht 10 Minuten, bevor wir jetzt hier mit der Sendung gestartet haben oder bevor ich dazugekommen bin, hatte ich einen sehr interessanten Telefonanruf von einem hochrangigen Politiker, dem ehemaligen Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, Peter-Harry Carstensen, der mir seine Unterstützung zugesagt hat, beziehungsweise für meine Tochter, wenn es denn darum gehen würde, unter Umständen, ich sag mal, Drähte nach Berlin freizuschalten oder da Kontakte aufzunehmen. Das fand ich sehr positiv. Ich muss allerdings auch sagen, ich selber bin ein kleines bisschen überrascht, dass ich bis jetzt aus dem Steuerfeuer fast rausgehalten worden bin. Abgesehen, das sage ich jetzt auch mal ganz offen, von einer Morddrohung gegen mich und ein Unternehmen, mit dem ich in der Vergangenheit zusammengearbeitet habe. Aber das Unternehmen hat die ganze Geschichte inzwischen schon der Staatsanwaltschaft übergeben. Das ist natürlich ungeheuerlich. Eckhard Rakete, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit uns über Ihre Tochter zu sprechen. Dankeschön. Ja, gerne. Wiederhören. Ich hatte Angst, sagt Carola Rakete nur wenige Stunden nach ihrer Festnahme, verteidigt ihre Entscheidung, unerlaubt in den Hafen zu fahren. Die Situation war hoffnungslos und mein Ziel war es lediglich, erschöpfte und verzweifelte Menschen an Land zu bringen, so die 31-Jährige. Sie habe befürchtet, die Migranten könnten sich durch einen Sprung ins Wasser umbringen, da sie nicht schwimmen können.
Mehrere Tage lang hatte die Deutsche auf eine politische Lösung für die 53 Menschen gewartet, die sie am 12. Juni vor der Küste Libyens gerettet hatte. Samstagmorgen gehen alle von Bord. Ohne Erlaubnis hatte die Sea-Watch 3 im Hafen von Lampedusa festgemacht. Dafür drohen Carola-Rakete nun mehrere Jahre Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft hat einen Haftbefehl ausgestellt, einen weiteren zur Beschlagnahmung des Schiffes sowie eine Geldstrafe. Auch in Deutschland sorgt das für gespaltene Reaktionen. FDP-Politiker Gir Saray hält die Festnahme für gerechtfertigt. Sie wird trotz edler Motive für diese illegale Aktion die Verantwortung übernehmen müssen. Während Bundespräsident Steinmeier die italienische Regierung kritisiert. Wer Menschenleben rettet, kann nicht Verbrecher sein, sagt er im ZDF-Sommerinterview. Und zitiert damit den Spendenaufruf der Moderatoren Jan Böhmermann und Klaas Häufer-Umlauf. Wer sein Leben einsetzt, um das Leben anderer zu retten, wird niemals ein Verbrecher sein. Wir können zwar nicht vor Ort helfen, aber wir können jetzt in diesem konkreten Fall mal wieder helfen mit Geld. Wir können die Kollegen vor Ort, die Menschen, die dort helfen, unterstützen. Das Echo ist gigantisch. Über 500.000 Euro sind bislang für mögliche Gerichtskosten und die Lebensretter zusammengekommen. Die Aktion soll bis Ende Juli laufen. 10 Jahre Haft drohen der deutschen Kapitänin der Sea-Watch 3 Carola-Rakete in Italien. Von Lampedusa ist die 31-Jährige bereits nach Sizilien gebracht worden. Dort entscheidet ein Ermittlungsrichter, wie es dann für sie weitergeht. Italiens Innenminister Salvini nennt sie eine Verbrecherin. In Deutschland dagegen, da ist die Solidarität mit der jungen Frau groß. Mehr als 1 Million Euro Spenden sind bereits zusammengekommen. Geld, mit dem sie ihre Verteidigung zahlen kann. Aber auch Politiker wie Bundespräsident Steinmeier setzen sich für ihre Freilassung ein. Ich hatte Angst, sagte Carola Rakete nur wenige Stunden nach ihrer Festnahme. Die Sea-Watch-Organisation verteidigt ihre Entscheidung, unerlaubt in den Hafen zu fahren. Was Carola Rakete gemacht hat, ist strikt dem internationalen Recht zu folgen. Sie hat Menschen aus Seenot gerettet und anschließend genau das gemacht, was das internationale Seerecht vorsieht, nämlich sie in den nächsten sicheren Hafen zu bringen. Dass sie dort gegen ein italienisches Gesetz verstoßen hat, liegt daran, dass dieses italienische Gesetz gegen internationales Recht verstößt. Mehrere Tage lang hatte die Deutsche auf eine politische Lösung für die 53 Menschen gewartet, die sie am 12. Juni vor der Küste Libyens gerettet hatte. Samstagmorgen gehen alle von Bord. Ohne Erlaubnis hatte die Sea-Watch 3 im Hafen von Lampedusa festgemacht. Dafür drohen Carola-Rakete nun mehrere Jahre Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft hat einen Haftbefehl ausgestellt, einen weiteren zur Beschlagnahmung des Schiffes sowie eine Geldstrafe. Auch in Deutschland sorgt das für gespaltene Reaktionen. FDP-Politiker Gir Saray hält die Festnahme für gerechtfertigt. Sie wird trotz edler Motive für diese illegale Aktion die Verantwortung übernehmen müssen. Während Bundespräsident Steinmeier die italienische Regierung kritisiert. Italien ist nicht irgendein Staat. Italien ist inmitten der Europäischen Union, ist Gründerstaat der Europäischen Union. Und deshalb dürfen wir von einem Land wie Italien erwarten, dass man mit einem solchen Fall anders umgeht. Wer Menschenleben rettet, kann nicht Verbrecher sein. Nun soll durch einen Spendenaufruf genügend Geld für die Verteidigung der Kapitänin zusammenkommen. Über 500.000 Euro sind bislang für mögliche Gerichtskosten und die Lebensretter gesammelt worden. Die Aktion soll bis Ende Juni laufen. Aber wie teuer das Verfahren tatsächlich wird, das muss sich zeigen. Wir sind wieder mal in einem Berliner Biergarten, der richtige Ort, um brisante politische, weltpolitische Themen zu besprechen. Ich begrüße ganz herzlich Christian Hiss von der Abteilung Recht verständlich. Wir wollen uns heute mit der Sea-Watch befassen. Die ist ja ins Gerede gekommen, nachdem sie in Lampedusa angelandet ist. Und die Frage ist, handelt es sich hierbei um eine vordergründig gute Tat oder doch um einen kriminellen Akt? Die Frage ist einfach beantwortet. Die Sea-Watch 3 ist entgegen der Hafen- und Gewässersperre in den Hafen eingefahren, hat dabei auch noch ein Patrouillenboot der italienischen Finanzpolizei gerammt. Mhm. Yeah.
versehentlich, wie die Kapitänin sagte, aber dieses Versehen wäre ja nicht passiert, hätte sie sich an die Hafen- und Gewässersperre gehalten. Insofern liegt tatsächlich ein krimineller Akt vor, eine Straftat. Die Einfahrt kann mit 50.000 Euro Geldbuße geahndet werden und der Widerstand gegen die Staatsgewalt und die Beschädigung des oder der Angriff auf das Patrouillenboot mit bis zu 10 Jahren Haft. 10 Jahre Haft? Ja. Für die Kapitänin, wie heißt sie nochmal, Rakete oder wie? Ja, irgendwie so in die Richtung. Die Kapitänin hat erklärt, dass sie das nur gemacht hat, weil sie an Bord einen Notstand hatte. Nach 17 Tagen auf hoher See in internationalen Gewässern vor Italien hätten die Geretteten an Bord es psychisch und physisch nicht mehr ausgehalten. Einige hätten angedroht, von Bord zu springen. Und deswegen hat sie sich gezwungen gesehen, in diesen Hafen einzufahren. Die Frage ist nur, warum hat sie überhaupt erst 17 Tage in internationalen Gewässern verbracht, wenn das internationale Seenotrecht verlangt, dass die Geretteten innerhalb angemessener Zeit, das sind sicherlich nicht 3 Wochen, an einen sicheren Ort zu bringen sind. Es ist ein Missverständnis zu glauben, dass es der nächste Hafen ist. Es muss ja nicht mal ein Hafen sein, nur ein sicherer Ort. Es kann also auch die Übergabe auf hoher See an ein Rettungsschiff der Küstenwache sein. Da stellt sich doch die Frage, ob die Kapitänin und die Sea-Watch-Organisation, wer auch immer dahinter steckt, nicht selbst diese Notlage bewusst und gewollt provoziert hat. Das kann man ihr hier unterstellen, ganz klar, weil ich meine, sie haben die Leute vor der libyschen Küste aufgenommen, was absolut richtig ist. Nach dem Seenotrecht ist jeder dazu verpflichtet, der in der Nähe einer Unglücksstelle ist, zu retten. Ob das nun eine Anweisung der Seenotrettungsstelle gibt, in dem Fall wäre die zuständige Seenotrettungsstelle Rom, die Libyer haben noch keine, oder nicht, ist egal. Man muss die Leute an Bord nehmen und retten und dann muss man sie an einen sicheren Ort bringen. So, der sichere Ort wäre, wenn man Libyen ausklammert als sicheren Ort und unterstellt, das ist ja das, was Sea-Watch sagt, dass Libyen absolut nicht sicher ist, dann wäre das Tunesien gewesen. Sie sind in Tunesien an 2 Häfen vorbeigefahren und haben Kurs auf Italien genommen, wohlwissend, dass Italien sie nicht anlanden lassen wird, wohlwissend, dass bereits im Januar 2019 der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gesagt hat, Italien muss sie nicht anlanden lassen und sie erneut vor kurzer Zeit beim Europäischen Gerichtshof mit ihrem zweiten Rechtsmittel gescheitert sind. Das heißt also von A bis Z eine kriminelle Tat? Sie haben zumindest mit dem Leben der Geretteten gespielt. Ja. Und das schlussendliche Einfahren in den Hafen ist kriminell gewesen, ja. Oder ist kriminell. Und nun ist es Sache der italienischen Justiz und noch ist Italien ein souveräner Staat, das Ganze aufzuklären, zu ahnden, entsprechend zu beurteilen oder die Kapitänin zu verurteilen, auch wenn es vielleicht den Medien oder den übrigen europäischen Staaten nicht so ganz passt. Wenn man jetzt an die Kritik von Bundespräsident Steinmeier denkt. Der sich gerade heute wieder geäußert hat. Aber die ganzen Medien auch, die sind ja unisono auf der Seite von Sea-Watch. Also da gibt es keine Kritik, nichts. Obwohl ja Kritik nun wirklich angebracht ist. Denn letzten Endes stellt sich auch die Frage, dass allein die Existenz dieser sogenannten Rettungsschiffe für viele tausende Tote auf dem Mittelmeer verantwortlich sind, die mit irgendwelchen Kähnen da rausfahren, in der Hoffnung, gerettet zu werden. Richtig, ja, in der Hoffnung, gerettet zu werden. Aber es klappt halt nur bei wie vielen von 10? Tja, zu wenigen. Die Bilanz ist auf jeden Fall schrecklich. Und es kursieren ja auch Boote, wo die Schlepper auf seetüchtigen Schiffen die Flüchtlinge sozusagen aufs offene Meer bringen und dann in irgendwelchen kleinen Kähnen aussetzen. Also da drängt sich ja schon der Verdacht auf, dass also die sogenannten Retter, die mit ihren Schiffen warten, mit den Schleppern irgendwie Hand in Hand spielen. Ja, also die Schlepper würden es nicht tun, wenn sie den Leuten, die da teuer Geld bezahlen, um in der Nussschale auf dem Meer ausgesetzt zu werden, nicht die Aussicht hätten, gerettet zu werden. Im Zweifel eben auch durch eine Nichtregierungsorganisation wie Sea-Watch. Und darauf bauen ja auch viele. Man denke an das, was im Mai 2017 passiert ist, zurück. Oder gar das, was im November passiert ist. In beiden Fällen kollidierte Sea-Watch mit der libyschen Küstenwache. Im Mai 2017 hat die Rettungsstelle in Rom Sea-Watch gesagt, hör, da ist ein Unglück, fahr hin, rette die Leute, aber die Leitung, die sogenannte On-Scene-Coordination, hat die libysche Küstenwache. Sea-Watch hat sich natürlich widersetzt und die Migranten, panisch wie sie waren, die Flüchtlinge, die wollten natürlich auch sicherlich nicht von der libyschen Küstenwache gerettet werden, weil die bringt die Leute zurück nach Libyen. Sie wollten eben alle auf dieses Boot. Das Gleiche passierte im November 2017 und da starben über 50 Menschen. Ja, insofern kann man doch den Rettern gleichzeitig unterstellen, dass sie bewusst in Kauf nehmen, dass durch ihre Aktion noch mehr Menschen in den Tod gelockt werden. Ja, das kann man ihnen durchaus unterstellen. Das ist sogar, es ist keine Unterstellung, es ist ja ein Fakt.
Wie kommt es dann, dass also diese Aktion in den Medien so wohlwollend, so ohne Kritik dargestellt wird? Denn es gibt doch hier wirklich viel zu kritisieren. Es gibt hier viel zu kritisieren, aber es passt halt nicht zur Linie momentan, zum Zeitgeist. Mhm. Das heißt also, die vordergründig gute Tat ist das, was am Ende tatsächlich dann immer mehr Menschen das Leben kosten wird, weil sie im Bewusstsein auf mögliche Rettung hinausziehen, aufs offene Meer? Ja, im Zweifel ja. Wir haben es ja jetzt jüngst gesehen, was in den letzten fast 3 Wochen passiert ist. Diese Menschen wurden gerettet und haben dann bei, was weiß ich, 30 Grad auf einem nicht dafür ausgelegten Schiff ausharren müssen, 17 Tage lang, mit unzureichender Versorgung. Und das alles nur für ein politisches Statement. Man hätte ja auch Malta anlaufen können, Spanien, Tunesien. Man hätte so viel machen können. Stattdessen wollte man auf Biegen und Brechen in diesen italienischen Hafen einfahren, hat es schlussendlich auch getan und damit schon fast eine internationale Krise ausgelöst. Und die Medien, was ich hier vermisse, ist, dass sie das sehr einseitig darstellen. Es war hier oberste Menschenpflicht und oberstes Gebot, in diesen Hafen einzufahren. Nein, es war oberstes Gebot, diese Menschen zu retten. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber es war nicht oberstes Gebot, auf Biegen und Brechen in diesen Hafen einzufahren. Das war eine Straftat. Insofern könnte man ja auch sagen, dass die Sea-Watch-Organisation und diese Kapitänin das Ganze sogar inszeniert haben, auf Kosten der Flüchtlinge in den Booten diese Ungewissheit zu provozieren, um dieses ganze Spektakel medial gerecht aufzubauen. Korrekt. Die Kapitänin hat ja gesagt, sie hatte diesen Notstand an Bord, sie konnte die Sicherheit dieser Menschen nicht mehr garantieren. Dabei ist es ja ihre Aufgabe. Es ist die Aufgabe eines jeden Kapitäns, die Sicherheit der Menschen an Bord zu garantieren. Und dieser Pflicht kam sie nicht nach. Weil sie nicht die nächsten Häfen angelaufen ist. Sie ist stattdessen 17 Tage lang in internationalen Gewässern gewesen, statt zu versuchen, eine Übergabe zu erreichen an Bord eines anderen Küstenwachenschiffes oder eben einen Hafen anzulaufen in Tunesien. Und ich meine, eine politische Einigung stand ja kurz bevor. Es haben sich ja europäische Staaten bereit erklärt, diese Menschen an Bord dort aufzunehmen. Aber das wollte man nicht mehr abwarten. Man wusste, man provoziert ein großes Medienecho, wenn man mit Gewalt in diesen Hafen einfährt, es anschließend zur Verhaftung kommt, erneut zur Beschlagnahme eines Sea-Watch-Schiffes. Und dann hat man wieder diesen Zirkus, den man braucht in der Presse, wahrscheinlich auch um Spendengelder einzusammeln. Und da sieht man ja durch Jan Böhmermann und den Klaas Umlauf, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, da haben die beiden Herren ja ihre Reichweite hier, mittelbar Sea-Watch mitfinanziert. Ja, das ist ja das Schreckliche, dass diese Herren und überhaupt der ganze mediale Komplex solche Dinge gutheißen, die ja am Ende nichts anderes bedeuten, als dass noch mehr Leute in den Tod gelockt werden. Ja, das ist es. Die Aussicht, gerettet zu werden, egal mit welcher Wahrscheinlichkeit, lockt die Menschen raus. Treibt die Schlepper an. Treibt die Schlepper an. Und ich meine, Libyen hat ja nun seine Rettungszone selbstbestimmt auf 74 Meilen ausgedehnt. Das reicht schon in internationale Gewässer hinein. Es erhält dafür auch finanzielle Unterstützung, etwa von Italien, auch technische Ausrüstung. Die Küstenwachen europäischer Staaten und deren Marinen sind ja vor Ort auch unterwegs und könnten das übernehmen. Aber stattdessen interveniert Sea-Watch und das kostet manchmal auch direkt Menschenleben. Kann man da vielleicht auch denen nun den Vorwurf machen, dass es sich hier um eine Art gutmenschliche Schlepperei handelt? Ja, im Endeffekt ja. Es ist Piraterie und Schlepperei im Namen der guten Sache, überspitzt ausgedrückt. Das ist eine traurige Bilanz. Vielen Dank, Christian Hiss, sehr gerne, für diese Erörterungen. Vielen Dank.